Wir sind das Team SEER, das heißt so viel wie Small Exploration Assistant Rover. Wir haben so etwa 15 bis 20 Personen im Team, größtenteils studentische Hilfskräfte. Wir haben aber auch das wissenschaftliche Mitarbeiter vom DAI-Labor mit hinzugezogen, die uns unterstützen aus der Luft mit einem unbemannten Luftfahrzeug. Die Drohne hat das Ziel, den Rover als Kompagnon zu begleiten, um dort dann halt die Objekte schneller finden zu können und die Karte auch besser oder schneller kartografieren zu können. Mit dem Ziel, dass der Rover dann halt optimal zu den einzelnen Objekten hinfahren kann. Bei dem Projekt war jetzt wirklich das Interessante für mich die Thematik, also das robotische System, das einen Forschungsauftrag sozusagen hat, ein bestimmtes Gebiet zu erkunden. Die ganz besondere Herausforderung überhaupt ist der Aspekt der Autonomie. Die einzelnen Subsysteme funktionieren in sich sehr gut. Die machen, was sie sollen, die Objekterkennung für sich, die Kartierung für sich. Aber dass das alles zusammenspielt, dass die Schnittstellen funktionieren, dass sie eigenständig Entscheidungen treffen kann, basieren nur auf den Informationen, die ihm aufgrund der Sensoren gegeben sind, das ist nochmal die größte Herausforderung. Oftmals schreibt man halt ein kleines Stück Software und testet es und es funktioniert eigentlich alles ganz gut. Und dann macht man vielleicht nichts anderes, als noch mehr Software da nebenbei laufen zu lassen oder es mal in einem Szenario zu testen, wo man sie vorher noch nicht getestet hat. Und dann passieren wieder Dinge, die man so nicht erwartet hätte. Das sind ganz tolle Möglichkeiten, um einfach praktische Erfahrungen zu sammeln, um sie dann später mit auf den Karriereweg mitzunehmen. Wenn man so ein System entwickelt für sich, ist das eine Sache, aber wenn man weiß, man steht in Konkurrenz mit anderen Leuten, dann ist das natürlich nochmal so ein Ansporn, so eine Motivation.